Liebe Zuschauer, die sensiblen, konjunktursensiblen und natürlich damit auch zinssensiblen Tech-Werte sind im vergangenen Jahr heftig abgestraft worden. Der Sell-off scheint vorerst beendet zu sein und seit dem Start des Jahres 2023 geht es für die Tech-Werte wieder ordentlich bergauf. Wie lange das anhalten kann, was Sie diesbezüglich wissen müssen und welche Möglichkeiten es jetzt gibt, im Bereich der Optionsscheine sich zu positionieren, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Christian Köker von der HSBC. Herr Köker, gerade schon angesprochen, für die Nasdaq 100 war das vergangene Jahr, das Jahr 2022, das schlechteste seit dem Jahr der Finanzkrise. Die große Frage ist natürlich, jetzt ist man ordentlich abgestraft worden, jetzt geht es wieder nach oben, seit Jahresbeginn meine ich rund 16%. Ist das gerechtfertigt und wenn ja, wie lange kann das noch anhalten? Sie haben es schon sehr schön skizziert, das ist wirklich gewisserweise auch hier ein Gezeitenwechsel gewesen. Das letzte Jahr wirklich eines zum Vergessen und dieses Jahr regelrecht fulminant, 16% plus in nur 6 Wochen. Ja, die Gründe sind natürlich vielfältiger Natur. Wir haben das Gefühl, dass die Inflation deutlich und merklich zurückkommt. Das wiederum nimmt den Druck auf die Notenbanken und hier in Bezug auf die Nasdaq-Unternehmen natürlich auf die US-amerikanische Notenbank Fed an der Zinserhöhungsschraube weiter und sehr schnell zu drehen. Und das sorgt natürlich dann erstmal für gute Stimmung bei den Unternehmen. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist nicht nur die Zinsen, es ist nicht nur die Inflation, sondern es sind auch gute Unternehmensdaten gewesen. Viele Unternehmen haben auch überrascht, wie beispielsweise Netflix mit guten Abonnementzahlen, aber auch Tesla und Meta, da könnte man sagen, ja, die haben weniger enttäuscht als erwartet. Und alles zusammen ist das dann in eine sehr, sehr ordentliche Rallye gemündet, die dann auch leider muss man sagen, befeuert wurde von vielen Stellenstreichungen bei den Tech-Unternehmen, die dann kurzfristig zwar Abfindungen, ja, letztendlich kosten, aber langfristig dann doch die Unternehmen kostenseitig zu entlasten scheinen. Jetzt kommen natürlich auch neue Technologien noch zusätzlich auf den Markt, frei verfügbar sozusagen. Ich rede da von ChatGPT. Das hat mit Sicherheit jeder mittlerweile mal ausprobiert. Ich habe eben schon mal gehört, die Kinder haben beispielsweise schon mal von Fontana eine Gedichtinterpretation eingegeben. Das ging wohl durch in der Schule, aber das ist natürlich nur ein kleines Spielzeug, was man eben damit bedienen kann. Man kann mit dieser künstlichen Intelligenz, mit diesen Bots wesentlich mehr machen. Welche Rolle spielt das aktuell am Markt? Ja, es befeuert natürlich unglaubliche Zukunftsfantasien, aber es kann natürlich auch schon in der Gegenwart besondere Auswirkungen haben. Wir haben das ja zuletzt auch gesehen, als dann ein Fehler in einem Chatbot letztendlich dafür gesorgt hat, dass ein Unternehmen ja in erhebliche Kursturbulenzen geraten ist, auch wenn das im Grunde genommen nur eine Demo-Situation gewesen ist. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass das auch ein Beleg dafür ist, wie sich auch die Tech-Konzerne immer wieder aufs Neue entwickeln, wie sie auch immer aufs Neue für Kursfantasien sorgen. Wenn wir mal zurückblicken, Apple damals mit der Einführung von Handys ohne Knöpfe, wenn man so möchte, dann die ganze Cloud-Technologie, dann der Abkehr vom linearen Fernsehen hin zum Streaming und jetzt vielleicht auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz, die neue Welt der Wissensvermittlung. Das sind natürlich auch einfach Treiber, die dafür Kursfantasie sorgen, wo man dann auch die Antwort vielleicht hernehmen kann, wo sollen denn die Gewinne, wo sollen denn die Erträge aus den nächsten, aus den zukünftigen Jahren kommen? Und ja, künstliche Intelligenz, ChatGPT hier als Beispiel, das ist ein gutes Beispiel dafür. Sehen Sie andere Beispiele, was die Gewinne der Zukunft angeht, außer der künstlichen Intelligenz, außer den Bots? Ja, die Unternehmen haben natürlich in der jüngeren Vergangenheit auch schon gezeigt, wie anpassungsfähig sie sind. Und man muss natürlich auch sehen, dass viele Unternehmen dort auch sehr, sehr preismächtig sind. Ja, also die Preissetzungsmacht, die es ihnen erlaubt, dann auch in einem Umfeld steigender Inflation eben diese höheren Kosten, die die Unternehmen zu tragen haben, auch wiederum an ihre Kunden, an ihre Verbraucher weiterzugeben. Und das ist letztendlich dann auch ein Zeichen der Stärke für Unternehmen. Und da gibt es im Nasdaq 100 eben auch einige, wie beispielsweise Microsoft, die dann auch in der Lage sind, diese höheren Kosten wiederum weiterzugeben, die gewisserweise auch eine gewisse Preissetzungsmacht haben. Und ja, das ist dann auch etwas, was Zuversicht dann auch für diese Unternehmen für die Zukunft verschaffen kann. Jetzt haben wir viel gehört über Zukunft, über vielleicht auch Science Fiction für den einen oder anderen. Jetzt geht es aber auch darum, wie kann ich das Ganze umsetzen, wie kann ich davon profitieren. Und Sie haben uns jetzt hier ein Beispiel mitgebracht aus dem Bereich der Optionsscheine. Was bietet sich hier aktuell an und wie gilt es, das zu handeln?
Ja, das Wertpapier, was wir hier sehen, dabei handelt es sich um einen Standard-Optionsschein. Vielleicht ist das vielleicht für die Einleitung nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir momentan bei den Standard-Optionsscheinen, deren Wert auch sehr stark nicht nur vom Basiswert, also hier dem Nasdaq 100-Index abhängig ist, sondern auch von anderen preisbeeinflussenden Faktoren, wie also beispielsweise der erwarteten Volatilität, dass eben diese Kursanstiege zu Jahresbeginn und der leichte Seitwärtsmarkt, den man im Anschluss gesehen hat, der hat jetzt eben dafür gesorgt, dass die erwartete Volatilität für den Nasdaq 100 auf einem sehr niedrigen Niveau aktuell sich befindet im Blick. Also vergleicht man das mal mit den letzten Monaten. Und das sorgt dafür, dass diese Standardoptionsscheine vergleichsweise günstig gerade für den Einstieg sind. Und deswegen vielleicht für diejenigen, die gehebelt an Anstiegen partizipieren wollen, die auch eine positive Meinung für den Nasdaq 100 mit Blick auf dieses Jahr haben, auch nach der Kursrallye, die wir jetzt schon gesehen haben, könnte es sich dann auch mal anbieten, einen Standardoptionsschein zu nutzen. Das ist ein Hebelprodukt, bei dem man keine Knockout-Risiken hat. Das ist vielleicht dann der Grund für den einen oder anderen, sich jetzt auch mal mit diesem Produktkonzept etwas wieder auseinanderzusetzen. Herr Köker, dann sage ich vielen herzlichen Dank für den kleinen Blick in die Zukunft, in die möglicherweise schon nahe Zukunft und natürlich auch die Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf den Optionsschein. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wenn auch das für Sie etwas ist oder wenn Sie sich noch ein kleines bisschen weiter einlesen möchten, was neue Technologien oder auch Prognosen bezüglich der Nasdaq angeht, dann sind Sie bei uns natürlich richtig. Sie müssen einfach einschalten und dann bekommen Sie alles Wichtige komprimiert und sofort zusammengetragen. Auch an Sie ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein.